zu dem Typen mit der Slayer-Klinge. Das Blutritual wurde durch den Tod der Priester gestoppt. Die Khan-Maker versucht in ihrer verzweifelten Gier die Erde zu verzehren, das Icon of Sin unter ihren Befehlsgewalt wiederzubeleben. Nur die Schmerztiegelklinge des Slayers kann das Icon aufhalten. Du musst in deine Vergangenheit in die Stadt Taras Nabat reisen, um sie dort zu finden. Dort, wo deine Legende ihren Anfang nahm. Dein Schmelztiegel steckt immer noch im Titan, der diese Wächterstadt angriff. Das war dein erster Kampf gegen die Dämonen dieser Welt. Hier begann die Legende des Slayers. Ja. Und da gibt's auf der Karte sogar den Baum. Oha. Oha. Gut zu wissen, dass hier viel abgeht. Und dass es hier eine schöne Gegend gibt. Jawohl, ja. Okay, da unten habe ich ja was entdeckt. Da habe ich was entdeckt. Das ist so viel zu erleben. Komme ich jetzt da unten ran? Von hier aus gar nicht, würde ich sagen. Aber von hier aus vielleicht. Ja. Und wieder eine Batterie. Und wie komme ich jetzt wieder hoch? Drum. Ich kann es gar nicht abwarten, was ich gerade. Okay, ein paar Mal versuchen und dann kommt man da hoch. Habe ich das lange nicht mehr gehört. Der kann das auch noch abwehren. Come on.
Ich muss zu, der schafft gar nicht rein. Das Protokoll, keine Ahnung, wo die Munition herkommt. Dann halt so. Du Scheißhund. Das war jetzt ein bisschen Assassin's Creed. Die erhabene Stadt verrassener Macht. Ort des ersten bekannten Dämonenangriffs in Argent-Denur. Glaubt man der Korax-Tafel, wäre diese Stadt ohne das Eingreifen des Slayers verloren gewesen. Oh, darunter habe ich was vergessen. So. Geheimnis gefunden und abgestürzt. Naja. Die Tür geht ja gar nicht auf. Ups. Danke. Ich geh doch nicht mehr zurück. Na dann. Aber hier gibt's gleich noch Wege nach links und rechts. Schöner Innenhof. Wieder die vielen Fernschilder an sind, ey. Ja.
irgendwo eins dieser Scheiß-Totems. Darauf kann ich gerade nicht. Ich habe kein extra Leben mehr. Naja. Brauchen wir eine bessere Taktik, würde ich sagen. Wie zum Beispiel. Karte, wo das Ding ist? Nee, ne? Da links ist die Automap, da ist noch was zu holen, da ist was zu holen, aber... Keiner sagt mir, wo das scheiß Totem ist, aber wahrscheinlich geht da irgendwann der Boden auf. Wieso ist der explodiert?
Toll, den Übergegner mache ich so kurz mal fertig und jetzt nichts mehr, oder was? Okay, ich habe einen Plan, was ich jetzt mache und bin gleich wieder da. So. Entspannt und gut ist. Nicht von hier. So, dann hätte ich ihn erstmal erledigt. Das ist am meisten genervt. Oh. Der Rest dürfte. Machbar sein, muss ich sagen. All deine Stärke, all der Zorn. Und doch konntest du diese Welt nicht vor sich selbst retten. Doch mit der Erde wird es anders sein. So. Dann hole ich mir jetzt nochmal diesen Sonnenschein, was auch immer das ist. Meisterschaftsmarken. Mit Meisterschaftsmarken kannst du aktive Meisterschaftsherausforderungen umgehen und sofort Waffenmeisterschaften aktivieren. Du kannst verfügbare Meisterschaftsmarken für aktive Waffenscheiße im Reiterarsenal des Sisyphus nutzen. Will ich das? Weiß ich nicht. Auch hier rausgehen können. Super. So, da habe ich eine Challenge, da habe ich was zu finden. Was ich gerne machen würde.
Ist da eine Kletterwand? Wieso ist da nichts? Aber da kann ich runter. Ja, wieder hoch. In der Mitte muss ich runter, okay. Jetzt ist hier was zum Schlagen dran, okay. Ich dreimal nicht geschafft und dann ich einmal aufs Klo und schon läuft's. Und die Automap ist auch da. Okay, da wo ich in mein anderes Zeug hinkomme, geht's auch ab und irgendwie komme ich auch da runter. Und das dürfte Spaß werden. Ach so, da geht der Tür auf die Tür. Deswegen brauche ich den Schutzanzug. Okay. Schwimmen. Wenn du unter Wasser bist, kannst du zerschwimmen, wenn du durch deinen Dash einreißen. Ja. So. Okay, Preisfrage. Welche Waffe kann unter Wasser schießen und warum will ich da zwischendurch? Das ist echt nicht. Okay. Hallo? Mit dem Schwimmen noch nicht ganz klar. Ah, jetzt komme ich weiter. Also kein optionales Rätsel, okay?